Andreas Marein und Karthago, die sind natürlich miteinander verschmolzen. Aber was ganz Besonderes, auf dem Caravan-Salon in Halle 10 steht Santander, ein Unternehmen, das quasi aus der Reisemobilfinanzierungsbranche nicht mehr wegzudenken ist. Andreas Marein, hier steht Wolfgang Müller. Wolfgang Müller, ja. Hi, grüß dich. Ist das schön geworden? Super, also die Farben, das Logo, also das passt ja wirklich auf das Fahrzeug, muss ich wirklich sagen. Absolut. Ja, und es macht ja auch Sinn, dass man, wenn man jetzt hier auf eine Caravan-Messe geht, auch ein Caravan dabei hat, oder? Genau, genau. Das ist also perfekte Werbung für uns als Bank. So, ich zeig das mal. Da ist ein rotes Santander-Logo drauf, aber das ist richtig cool. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Kaffeebohne. Ich darf das mal gerade zeigen. Das ist euer Logo. Ihr seid unglaublich lange schon am Markt, oder? Ja. Wie lange? Also ich bin jetzt 25 Jahre dabei und vorher schon deutlich länger. Also es, solange du denken kannst. Ja, solange ich denken kann. Also ich bin jetzt 55, das ist schon einige Jahre bei uns. Sieht man mal nicht, muss ich sagen. Hier bei Andreas sieht man es. Ganz schön frech, der Kerl hier. Was ist denn das für einer? Genau, das ist ein Liner Fortune 53er auf Fiat. Und die Idee zu diesem Fahrzeug ist mal geboren. Ich habe mal für die Santander ein Event ausgerichtet in Spa-Francorchamps. Da wurden die 10 besten Verkäufer Deutschlands eingeladen zu einem außerordentlichen Event, dem WEC, also so einem Automobilrennen. Und da haben wir quasi eine mobile Wohnmobilstadt aufgebaut, weil zu dem Zeitpunkt in Spa-Francorchamps keine Hotels zur Verfügung sind für so viele Leute halt. Ja, und dann habe ich dann irgendwann spaßeshalber so abends beim Lagerfeuer gesagt, eigentlich fehlt der Santander jetzt noch irgendwie so ein Wohnmobil. Und der Mike Kühn... Du alter Verkäufer! Der Mike Kühners, der hat dann noch gelacht und meinte, naja, Wohnmobil und Bank passt jetzt irgendwie nicht so zusammen. Und kurze Zeit später kam wohl irgendwie die Anforderung für ein Messe- und Beratungsmobil und Informationsmobil. Und hat man dann eine Anforderung gehabt, ist dann an mehrere Hersteller rangegangen, die dann eigentlich so ein Fahrzeug bauen sollten, quasi aber innen drin leer, sodass es dann individualisiert werden konnte als Büro- und Freizeitfahrzeug. Und hast du gesagt, hey, brauchen wir nicht, das gibt's schon. Dann habe ich gesagt, was macht ihr denn da für einen Blödsinn? Das brauchen wir nicht. Und so ein Auto gibt es, also müssen wir nur einige Modifikationen machen. Und der nennt sich bei uns Liner Fortwo 53, haben wir hinten drin eine tolle Rundsitzgruppe und da kann man sich halt besprechen und beraten und vorne haben wir halt die Möglichkeit, dann eben über dieses Büro und Fernsehzimmer dann dementsprechend noch Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben das nur ein bisschen multipliziert. Normalerweise ist ja nur ein Arbeitsplatz drin. Der hat jetzt vorne 2 Arbeitsplätze, heißt also 2 Schreibtische, die man ausklappen kann. Und natürlich ist das Fahrzeug komplett vernetzt und connected. Und das ist jetzt hier quasi ein mobiles Fahrzeug. Das kann von Händlern gebucht werden, bei Händlerveranstaltungen oder auf den Messen, CMT, CSD. Da wird das Auto jetzt überall stehen. Okay, das heißt im nächsten Jahr, die kommen normalerweise nicht in Grau. Also man sieht so ein kleines bisschen, der ist so foliert, dass er wieder rückstandsfrei defoliert werden kann später, oder? Ganz genau. Das war eben auch das Angenehme dabei, weil diese ganzen Lösungen, die man ja so hatte, wenn man über eine Leerkabine, sage ich jetzt mal so, spricht, die sind ja dann auch später individuell und die wären ja eigentlich nicht mehr zu vermarkten gewesen. Ach so, das heißt, du kannst danach verkaufen wieder. Das ist und bleibt ein Reisemobil, ganz genau. Das ist mit wenigen Handgriffen ist das wieder so zu machen, dass es ein ganz normaler Liner Fortwo ist. Ja. Ja, das Coole ist, man kann dann immer noch sagen, ja, da hat noch nie einer reingepupst ins Bett, weil der wahrscheinlich nur als Büromobil benutzt wurde, vielleicht. Ganz genau. Also wir haben auch für die nächsten Jahre für dieses Fahrzeug den Wartungsvertrag. Das heißt also, das Auto bleibt komplett in unserer Obhut und wird von uns gepflegt und inspiziert. Und wenn Reparaturen mal dran sind, die werden alle von uns durchgeführt. Wir haben hier nun den Tisch so ein bisschen modifiziert. Halt, der ist ein bisschen kleiner geworden. Wie gesagt, das ist alles dann connected. Vorne sind jetzt beide Sitze drehbar und es gibt es eben in beiden. Ach so, ihr könnt hier vorne praktisch verhandeln und hinten. Genau. Man könnte 2 Abschlüsse machen, also jetzt Kreditabschlüsse zum Beispiel. Genau, richtig. Also hinten könnte jetzt nicht ganz normal besprochen werden. Hier haben wir nochmal für Aktenordner, haben wir nochmal einen Schrank eingerichtet. Und dann sind hier beide Schubladen auf der rechten wie auf der linken Seite. Die kann ich jetzt ausklappen. Hab hier jeweils dann auf beiden Seiten Arbeitsplätze, USB-Dosen. Und wie gesagt, das Fahrzeug ist komplett vernetzt mit eigenem WLAN-Router. Ja, auf beide Bildschirme. Ja? Hi, hey, ja, wir sind auf Sendung, ne? Ich denke, alles klar. Bescheid, gut. Er hat ja recht. Können ja hier irgendwelche Besucher reinkommen, oder? Ganz genau. Der Joachim kann sich mal schnell vorstellen, wer er ist. Hallo Joachim. Genau. Ihr habt ein wunderschönes Fahrzeug, ja. Dankeschön, das ist auch wunderschön. Sonst wäre ich jetzt nicht gerade sofort dazugekommen. Muss ich ja dann sofort gucken, wer möchte sich wieder dafür interessieren. Wirst du schon mal gefragt, ob der zu verkaufen ist, oder? Mehr als einmal. Also mindestens am Tag so zwischen 10 bis 12, 13 Mal bestimmt. Sehr schön. Ist was ganz Außergewöhnliches. Normalerweise kommen die immer in Weiß oder in Beige, kommen die
her. Ja, und jetzt ist er ein Grau. Das fällt den Leuten auf? Ja, grau. Und die zweite Frage ist, so ein Folienschnitt habe ich so in der Form noch gar nicht gesehen. Und dann noch als Bank die Kombination, wer das gemacht hat. Und dann muss ich mal sagen, gehen Sie rüber zum Händler. Zum Andreas Marein. Zufällig Andreas Marein. Genau. Vielleicht mal kurz in zwei Sätzen. Ihr seid dafür verantwortlich, dass also Leute sich ihren Schatz leisten können, den zeitweise, ich sag mal, über lange Zeit auch finanzieren können. So bleiben die Raten klein. Aber ihr habt sogar eine Versicherung mit drin, die ihr anbietet. Ja, haben wir Versicherung gebracht, aber es ist immer die Frage, man muss das ja im gesamten Kontext sehen. Was ist der Bedarf für jeden Einzelnen? Ja, dazu? So bin ich jetzt stark im privaten Bereich unterwegs, auf Gegenseitigkeit, dass man sagen kann, okay, wenn ich mal krank werde, dass irgendwo mal was ist, abgesichert ist. Oder wenn ich mal auf der anderen Seite sehe, es kann ja auch mal sein, dass ein Fahrzeug verunfallt, schwer beschädigt wird, Totalschaden, Diebstahl, weil die Fahrzeuge ja gefragt sind aktuell, ja, kommt ja oft ab und zu vor, dann kann man das immer mit absichern. Und das ist ja nur eine Frage, wie klein man das irgendwo dahin darstellen kann in der Form, dass es auch Spaß macht. Ich glaube, die Leute wollen ja nicht ewig warten. Also wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin und ich sag mal, ich habe vielleicht noch gefühlt 20 Jahre so auf der Lebenstabelle, wenn ich dann noch 10 Jahre warte, dann ist es vielleicht zu spät. Ja. Nicht warten. Also wenn du jetzt gefühlt noch 20 Jahre hättest, das wäre... Ich sehe älter aus, als ich bin. Nein, aber ist gut, okay, dann nehme ich es wieder zurück. Du solltest es jetzt kaufen und nicht warten. Ihr seid stark, also ihr seid im Handel stark vertreten. Also ich glaube, Santander ist auch in der Automobilfinanzierung ganz groß, oder? Also, wir müssen jetzt dazu sagen, dass gute Frage, gute Einstiege. Nummer eins natürlich irgendwo im markenunabhängigen Bereich, ganz wichtig im markenunabhängigen Bereich. Und das ist ja nur ein Teilbereich, den wir hier abdecken. Denn neben Reisemobile, Wohnwagen ist das andere Thema eben ganz klar Elektrofahrzeuge, genauso wie Motorräder und PKWs natürlich. Also ohne Mobilität. Ende. Alles, was das große Thema hat. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir schon Mobilität leben, dann müssen wir auch etwas zeigen dazu. Und deswegen war die Idee mit Andreas Marein zusammen. Mit dem da. Mit dem Menschen da. Drüben, ist er da auf dem Bildschirm? Da ist er. Mit ihm zusammen ein Projekt anzugehen. Und deswegen passte das Mobilität, weil das ist Mobilität. Besser kann man Mobilität gar nicht leben. Hat funktioniert. Das werden wir dann auch irgendwo dann umbringen und das auch als Botschafter in der Bank. Weil letztendlich machen wir dann mal an Universitäten, an Messen, wo wir sagen, da sind wir nicht. IAA vielleicht nächstes Jahr, wo man sagt, Mensch, wir haben nur die Möglichkeit, brauchen nur das Fahrzeug hinstellen. Und du hast das ist es eben. Das ist mobil. Also es sieht schick aus. Das heißt, man braucht vielleicht nach vorne eine ganz kleine Messegarnitur, die kann man hinten reinstellen in den Kofferraum. Man ist relativ schnell vom Setup, oder? Markise raus. Ich bin autark, die Kaffeemaschine, die wichtig ist, ist hier, der Kühlschrank auch, ja natürlich, wollen wir gucken? Ja, mal gucken, ja, ist der ist leer. Alles klar, wir sind kurz vor Messeende, nein, alles wunderbar da, aber das ist gerade das, was das Thema ausmacht, Mobilität und das wollen wir spielen und das werden wir auch. Nächste Woche ist dieses Fahrzeug zum Beispiel für 14 Tage an der Bank. Und dann zeigen wir wieder Menschen, was Mobilität bedeutet und zeigen dann auch wieder ein Reisemobil und dann natürlich auch die ganze Kombination, die wir hier gemacht haben. Der Andreas hat erzählt, ihr wolltet eigentlich zunächst ein Spezialfahrzeug bauen lassen. Ja, und dann, als Unimog und so weiter. Aber wenn man jetzt hier mal guckt, jetzt mal ohne Witz, ja, die Riesensitzgruppe, das hier ist ja quasi, besteht ja nur aus Wohnraum, beziehungsweise Arbeitsraum hier in dem Fall zweimal. Ja. Das Bett tritt auch ein bisschen in den Hintergrund. Also es passt, oder? Würde also passen. Ist er hier oben hochgelassen? Ja, das ist hoch, aber das können wir ja jederzeit wieder aktivieren. Dann haben wir vorne und dann haben wir hinten zwei. Das heißt, für 4 Personen kriegen wir das wunderbar hin. Und ich glaube, die haben mehr als ein bisschen Platz. Das Wichtigste. Also Spielwiese, würde ich schon fast sagen, oder, Andreas? Ja, absolut. Absolut, ne? Würde ich so schon formulieren. Also was ich toll finde, ist A, die Klimaanlage, wenn es mal heiß ist, aber B, das Fahrzeug hat eine Toilette, hat fließendes Wasser. Das ist für die Leute, die hier arbeiten, natürlich auch toll. Die Notdurft, wenn ich irgendwo stehe auf einer Messe, das ist klasse. Man muss nicht weit wegrennen. Sollen wir kontrollieren, ob es eine hat? Ob es eine hat? Ja, hat sie. Das ist ja das Schöne, das ist ja, was ich gesagt habe. Das Auto ist auch nach der Nutzungsdauer, wenn ihr mal irgendwann sagt, das Thema ist jetzt erstmal durch in ein paar Jahren, dann ist das wieder ganz schnell ein ganz normales Wohnmobil und kann auch wieder ins Remarketing gegeben werden. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ja. Ohne viel Aufwand haben wir ein wunderbares Fahrzeug gefunden. Wie immer, manchmal spielt der Zufall natürlich auch eine große Rolle dabei. Und dann, wenn das eine passt, das andere passt, kann ich mal lange fragen. Da muss man reagieren. Aber man muss wirklich sagen dazu bei der ganzen Sache,
wenn das nicht so in der Kombination mit viel Unterstützung von deiner Seite, mhm, ja, also durch Marein Caravaning, dann hätte das so in der Form nicht funktioniert. Das muss man mal ganz klar sagen, weil wir hatten ein paar besondere Ansprüche daran. Welche hatte? Jetzt zum Beispiel hier diese ganze Folierung, das ist ja jetzt nicht Standard. Ja? Mhm. Wenn man jetzt da rausschaut, auf der anderen Seite kann man ja sehen, Holz. Ist Holz und hier ist etwas drüber foliert. Ja? Und das ist ja das, was ich eingangs sagte. Die Leute, Andreas, stehen hier draußen. Da darf ich mal ein Kompliment machen. Das ist so gut gemacht, du siehst es nicht. Ja, ja, das ist ja genau das Thema. Deswegen stehen die Leute ja hier und sagen, boah, das ist ja super mit der Hit. Das, wo kann ich das kaufen? Der sagen wir immer, kann man kaufen, ja. Rüben, andere Halle. So wie es der Hit ist, wir sind ja noch tatsächlich nicht fertig. Wir haben ja nur den Eingangsbereich, weil das Auto ist irgendwie eine Woche vor der Messe fertig geworden. Da haben wir gesagt, ach, der Eingangsbereich und vorne am Cockpit noch, das haben wir dann noch schnell foliert. Der Rest kommt auch noch dran. Auch da wird weiter individualisiert. So, du kannst die Folie später abziehen und hast wieder das Original. Ja, da oben sieht man so ein ganz kleines bisschen. Siehst du da den geraden Schnitt? Ja, genau. Das ist ja genial, alles rückbaubar. Das heißt, auch hier der Bereich, wo viele Leute rein und rausgeben, ist komplett geschützt. Ja. Da kann nichts passieren. Das ist dann später wie neu. Genau, das ist das Thema. Man muss ja auch immer dabei sehen, wir wollen das ja irgendwann vielleicht auch mal ersetzen. Und da muss es ja wieder für den Markt fertig sein und das ohne viel Aufwand. Das steht ja in allem. Aber mit den Folien und allem dabei hat das auch noch eine wertige Anmutung. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Wenn du mal hier vorne guckst, Sven. Nicht nur wie im Wohnzimmer oder wie in der Küche, sondern wir wollen ja auch hier mobil und dann modernes. Du weißt, was du jetzt gerade auslöst bei den Karthago-Besitzern, die das gerade sehen. Das ist so schick hier. Ja, aber das ist das Schöne dabei. Deswegen hat Andreas das ja vorgeschlagen. Lass uns doch mal komm mal rüber. Weg. Warte, ich komm mal rüber. Geh mal hier hin, dann drehst du dich mal mit der Kamera. Ja, Augenblick. Ja. Wir haben hier den Rückbereich, haben wir dann mit einem Filz überzogen. Ja, das fühlt sich also auch richtig wertig an. Da vorne. Dann ein beleuchtetes Logo drin, wobei das Logo ist ein bisschen suboptimal. Das müssen wir nochmal tatsächlich neu machen. Ja, und die Lampe hat auch ihre leider im Laufe der 12 Tage leider ihre genau, das die Halbwertszeit erreicht. Ein wenig abgegeben, aber wir werden es wieder auf 100% Ich kann das simulieren. So, jetzt kannst du simulieren? Genau. Jetzt die Lampe wieder da. Genau. Oh, jetzt sehe ich das erstmal. Mensch, wo ich arbeite, war mir noch gar nicht bewusst, aber jetzt weiß ich es. Also ganz klasse. Also das Logo-Thema müssen wir nochmal anpacken. Und hier dieser Bereich, dass wenn du von draußen guckst, ja, und das Auto halt von außen diese hochmoderne Optik hat, dass man eben hier, ich sag mal, dieses ganze Holz, was hier war, das haben wir eben rausgeholt aus dem Auto hier. Was ich toll finde, ist, wie toll dieser rötliche Dunkelton mit dem Grau jetzt harmoniert. Harmoniert. Das ist eigentlich auch eine Geschichte, die man Karthago zeigen muss. Ja, die haben das gesehen. Also der Bernd Wuschak, der Geschäftsführer von Karthago, war hier und dann sagte auch, Chapeau, Auto ist echt toll geworden. Einmal das und was noch, muss man auch sagen, was ich einsage, mit der Unterstützung von Andreas Marein. Wir haben natürlich auch noch Proben irgendwo mal ausprobiert. Mhm. Passt das von der Anmutung her, von der Haptik auch irgendwo von einem ersten Eindruck? Da waren wir im Pendelverkehr, muss man sagen, um zu sagen, was ist jetzt der richtige Weg von der Farbe und von allem anderen. Aber ich glaube, das haben wir wirklich gut getroffen. Und es ist so gut verliert, also dass es wirklich passt. Das ist nicht so, weißt du, so einfach mal so. Nee, nee. Sondern ihr habt euch etwas überlegt. Ja. Und wenn ich jetzt hier unten sehe, hier ist eine weiße Kante, die war vorher mal anders, dass ich selbst ein Ehepaar gesehen habe, die hier reinkamen und mit dem Fingernagel versucht haben, das abzumachen und haben gesagt, ja, ich wollte doch wissen, das ist doch Folie. Und habe gesagt, machen Sie das im Wohnzimmer genauso, dass Sie an den Möbel rangehen. Ja, aber wir wollten wissen, ob das Folie ist. Also so gut gemacht, dass Sie sich nicht im Klaren waren. Ist es oder ist es nicht? Ja, also ich mache das mal als Beispiel, aber es war wirklich so. Mhm. Aber das zeigt ja eine gute Arbeit. Ne? Ja. Andreas. Haben wir gut gemacht. Wenn du mir ganz kurz sagst, was hast du für eine Funktion bei der Santander? Ich bin Vertriebsleiter für Freizeitfahrzeuge. Okay, also im Prinzip, das ist deine Messe, oder? Meine Messe, mein Fachbereich und das seit vielen Jahren. Und dafür, ja, ich muss mal sagen, lebt man ja auch letztendlich, weil solche Veranstaltungen, so wie Messe Düsseldorf, ist ja auch woanders über das ganze Jahr in irgendeiner Form. Und dann muss man präsent sein und dabei sein. Und mit dem nötigen Herzblut, weil es zeitintensiv ist. Ich glaube, wenn wir alle die Zeit nicht mitbringen würden, ich glaube, dann würde die Branche auch keinen Spaß machen, weil es ist ja Freizeit. Ne? Da muss ein Stück Leidenschaft dabei sein. Ja, ohne Leidenschaft keine Chance. Ich habe nur eine Frage. Bitte? Das ist ja hier ein Riesenzirkus. Insgesamt der größte Caravan-Salon aller Zeiten. Trotzdem die Messe Düsseldorf, man muss ihn schon Lob aussprechen. Die Messe ist jetzt vorbei. Alle sind froh, dass auch jetzt mal Schluss ist. Aber dieser Riesenladen mit 100.000 Besuchern, mit Tausenden von Ausstellern, hat mal wieder 260.000, vielleicht auch 270.000, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hat geklappt, oder? Ich würde schon von den Publikumsfrequentierungen die letzten Tage, würde ich sagen, ja, die werden in dem Bereich sein. Man muss ja mal überlegen, draußen stehen 3.500 Fahrzeuge auf dem P1 während der Zeit. 3.500 Fahrzeuge.
Minimum zwei Personen. Und Minimum zwei Personen, ja. Die dann auch natürlich dort bleiben, sich Modelle angucken, die in die Innenstadt gehen, die Düsseldorf erleben in der Form, muss man ja auch wieder sagen. Ja. Also praktisch die Destination nutzen, Düsseldorf und die Umgebung. Also das ist schon ein Mega-Event. Also ich glaube, ist so viele vergleichbare Themen hat die Stadt, glaube ich, so nicht. Also was ich im Januar, ich glaube, wird nicht so angenommen in der Form, mit der Attraktivität von Ausdaueraktivitäten, Altstadt. Ich glaube, das ist schon toll im Sommer. Was total krass ist, ihr seid einer der kundenstärksten Aussteller auf dieser ganzen Messe. Ist den Leuten gar nicht so bekannt, denn wenn du natürlich Hersteller wie Tedford oder Dometic siehst, das hat ja fast jeder drin. Aber bei der Finanzierung hat wirklich sehr, sehr oft ist die Santander da mit drin. Und das so, ihr merkt das ja auch, Kunden kommen ja, die identifizieren sich ja mit dem Stand, die sagen, hier seid ihr, das Feedback. Und ich finde das Reisemobil dazu so passend. Als ich eben stand, habe ich gedacht, es passt, oder? Ja, passt ja auch dazu. Deswegen war natürlich eine Hürde, braucht man sich nicht lange überlegen. Als Bank ist immer Kostenthema. Ja, kostet viel Geld. Ja, kostet Geld, ja logisch. Hobbys kosten immer Geld. Urlaub ist sowieso keine günstige Sache in der Form. Aber hier stand im Vordergrund ganz klar, was kann man in der Außenwirkung darstellen und die Annahme. So. Und das haben wir genauso gemacht. Wir haben gestern das Fahrrad verlost hier, um einfach auch mal nochmal zu zeigen. Schaut euch das irgendwo mit ein, weil wir gesagt haben, wir wollen auch mal ein bisschen Bewegung in der Wahrnehmung. Und alle standen davor und haben geschaut. Ne? Ich finde auch toll, dass es nicht zu groß ist, das Wohnmobil. Das hier ist ja eine, ich sag mal, eine ganz gesunde Mischung aus ganz groß, weißt du, und ganz klein. Hier kann sich jeder so ein bisschen identifizieren. Ich sag mal, wäre es jetzt hier mit dem Vario gekommen, das wäre too much gewesen. Ja, wäre es ein Kastenwagen, da hat ja keiner Platz, ist zu wenig. Aber das ist ja die Kombination gerade. Und deswegen haben wir schon zusammen hier in Stuttgart. Also das heißt, wie viele Monate Vorbereitungszeit dahinter? Also gesprochen haben wir lange drüber. Der Startschuss ist im Mai erst gefallen. Im Mai kam dann Die Finale. Die Freigabe von den Kosten, das ist ja immer so ein Thema. Und dann habe ich auch gesagt, komm, ist kein Thema, ich passe aufs Geld gut auf. Wir drehen den Spieß mal rum. Diesmal passe ich auf euer Geld auf. Und dann hatten wir von Mai bis Anfang August. Ein bisschen daneben, aber man muss jetzt auch dazu sagen, es ist ja gut geworden. So, da muss man auch mal ein Auge zudrücken, wenn es ein bisschen mehr war. Okay. Aber das gehört schon ein bisschen mit dazu. Ich lasse euch jetzt mal in Ruhe. Ich muss zu Bimobil. Ja. Wir gehen kurz raus und dann zeigen wir das. Der Karamansalon 2024 zusammen mit Joachim Roth, Santander. Ja, und Andreas Marein. Andreas, komm mal mit. Ja. Da steht er in dunkelgrau, einmal matt, einmal silber. Das Logo ist kredenzt. Ich habe eben ganz despektierlich gesagt, das sieht ein bisschen aus wie eine Kaffeebohne. Aber euer Logo hier oben, es ist so ein bisschen eine duftende Kaffeebohne. Ja, wenn die aber in Rot gewesen wäre, dann wäre das vielleicht nicht so rübergekommen. Aber man wollte das Fahrzeug, man wollte das Fahrzeug aber nicht ganz in Rot. Dann sieht das ja auch ein bisschen zu matsch aus. Also deswegen machen wir es grau. Tschüss. Kommt uns Kaffeebohne. Danke. Tschüss, Andreas. Ciao. Tschüss. Ihr beiden. Ciao. Ciao.